Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 2. Ich bin die Nuviel und ich habe richtig Bock drauf, jetzt diesen elenden Boss kaputt zu machen. Richtig beruhigt habe ich mich natürlich nicht, weil da kann man sich nur aufregen. Wir gehen jetzt hier rein und machen den jetzt platt. Wir brauchen genau einen Versuch. Und diese elenden kleinen... Diese Ratten. Diese dampfenden Ratten. Natürlich! Und die machen immer Instant Gift. Und dann kommt der Dicke noch. Und was? Wir sind eh gleich vergiftet. Da ist er schon. Und wir trinken mal. Komm, Baby. Diese blöden Kacka-Dinger hier. Oh Mann! Wir haben. Oh. Was ist das denn für eine Weichwurst, dass der noch so kleine Scheißer braucht? Echt? Dabei ist das schon so groß. So. Versuch Nummer 25 Millionen. So, ihr kleinen Spinner. So, ihr werdet mir so auf den Sack gehen. Ich werde jetzt eh vergiftet werden. Und ich werde sterben! Verdammte Kacke! Ich werde es jetzt genau darauf anlegen, auch vergiftet zu werden, weil bringt eh nichts. Ich will diese Teile tot sehen. Ich will die weghaben. Ich will unbedingt die weghaben, Leute. Weil das bringt überhaupt nichts. Wir müssen die wegmachen. Die einfach ignorieren und den Großen machen. Nein, das geht nicht. Dafür sind diese kleinen, elenden Scheißer viel zu schnell an einem dran und machen Faxen. So, wir nehmen jetzt noch eine Menschlichkeit hier. Ah, Menschlichkeit. So. Nein. Wir setzen uns da mal hin. Haben wir irgendwas Brauchbares, was uns hilft? Verursacht mehr Schaden? Er leidet weniger. Sind die Toten besetzt und bla 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 bla. Gruft kurz und verdorrt sein Leuchtkäfer ist, erhält im Augenblick seines stärksten Leuchtens kurze die enorme Kraft. Bla bla bla. Nee. Nee, den heben wir mal auf. So, wir sind bei Versuch 2.030.000 oder so. Keine Ahnung. Ey. Ich werde es jetzt hier drauf ankommen lassen, auf die Scheiße hier. Kommt. Mann, wenn die mich hier nicht... Und der Dicke noch. Trinken. Nehmen. Oh nein, das braucht ja Ewigkeiten. Was? Von was bin... Okay, ich weiß nicht, von was ich gerade gestorben bin. Ich weiß es nicht, egal. Okay, die Münze bringt mir gerade gar nichts. Sie braucht ja übelst lang, wie ich benutze. Gut, die nehmen wir gleich mal wieder raus aus dem Schnelldingens. Alter, ohne Witz, ey. Diese Dinger. Okay, wir nehmen die mal raus. Ja, genau du. Okay, wir haben keine Klumpen mehr. Da packen wir das hin. Schwarze Feuerbombe, okay. Okay. So, ihr kleinen Spinner. Okay, zwei haben wir und ich bin tot. Natürlich kommt der Große jetzt. Natürlich kommt der Große und gibt uns eine dicke Nackenklatsche. Warum auch nicht? Oh. So. Das ist Versuch Nummer 5 Millionen oder so. Kleinen Spinner. Ohne mich. Okay, die kommen jetzt schon. Meine Güte. Lasst mich doch in Ruhe, verdammte Scheiße. Ich bin tot.
Wie soll das gehen? Die vergiften. Was ist denn das für ein Gift, bitte? Das tickt ja so ultra runter. Das kann man doch nicht gegenheilen. Ich raste aus. Gut, ich wähle direkt hier dieses Fläschchen gleich aus. Göttlicher Segen. Ja, das ist jetzt gleich nochmal die Spinne. Okay, wir dürfen nicht zu nah ran, sonst wacht der Große gleich einfach mit auf. Wir locken erstmal die Spinne und hauen wenigstens einen davon weg. Na genau, hier. Hier haben wir es gerade. Manometer, ihr Spinner! Trinken, trinken, bitte! Versuch Nummer 7 Millionen. Ich hasse sie. Ich hasse sie bis auf den Tod. Ey, ich bin schon wieder vergiftet. Ohne Witz, ey. Komm schon. Komm, nimm diese Scheiße. Habe ich das jetzt genommen gehabt? Stellt TP wieder her und heilt Statuseffekte. Ohne Witz, wir nehmen eine Menschlichkeit wieder. Upsala. Wir setzen uns hin. Wir werden jetzt da reingehen und dem so ordentlich in den Arsch treten, dass dem Hören und Sehen vergeht. So. Genau so. Ihre kleinen Drecksplagen. Ohne Witz. Fuck off, ey. So. Ich bin vergiftet wieder und der Spinner... Natürlich kommt der Spinner an. Leute, ich krieg die Krise. Das ist meine persönliche Krise gerade. Ey. Das ist Versuch Nummer 10 Millionen oder so. Das ist... Spaß beiseite. Das ist jetzt Versuch bestimmt so 15 oder so. Keine Ahnung. So, ihr kleinen Spasten. Jetzt verzieht euch. Zwei tot. Wir sind vergiftet. Oh nein, ich hab's weggeklickt. Schnell. Trink doch diese verdammte... Okay, wir sind geheilt. Nimm doch diese verdammte Axt hier weg. Bitte! Okay, es stellt immer noch Ding her. Bitte! Ich will dieses Ding vor. Ja, ja, ja! Nein, nein! Oh Gott. Ich will nicht sterben, bitte! Wir haben die Viecher kaputt gemacht. Wir müssen jetzt es durchhalten. Wir dürfen nicht versagen. Also in dem Fall ich. Oh nein. Oh! Ich will. Ich trinke. Ohne Witz. Oh! Dieser elende Hund, ey. Mit seinen scheiß Händen und Füßen und alles. Dieses bescheuerte Kack, ey. Nein! Wir müssen schön hinter ihm bleiben. Ach, wieso treffe ich nicht? Oh, natürlich trifft er. Natürlich trifft... Nein, was ist das denn? Was soll das? Was soll das? Ich will das nicht. Bitte. Wenn wir das... Oh, was war das denn? Komm, ey, dieser Elende. Nein. Wieso treffen wir den nicht? Dieses Ding ist verdammt nochmal so groß. Oh, was? Ey, wir... Ey... Jetzt haben wir einmal getroffen, Leute. Ein verdammtes Mal. Ich nehme hier so einen Leuchtstein.
Meine Güte, ich bin so gestresst. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So. Hier. Rennen, 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 rennen. Er darf nicht zu... Rennen! Nein, verdammt! Triff doch nicht, du blödes Ding. Ich will das nicht. Ich nehme... Oh Mann. Leute, ich stotter gerade übelst. Ach, alles klar. Der trifft da jetzt wieder. Natürlich. Ei. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wir werden so sterben. Manometer, was ist das? Ich trinke jetzt sicherheitshalber. Oh, wieso trifft dieses Ding immer? Ich will das nicht. Och, komm schon. So. Ohne Witz, Leute. Ich bin so mega gestresst gerade und ich triff diese verdammte Scheiße nicht hier. Ich bin gerade so mega angespannt. Ihr wisst es gar nicht, wie angespannt ich bin. Bitte! Bitte, bitte! Gut, er kotzt. Ist mir völlig egal, dass er kotzt. Jetzt stirb! Boah! Tausend Seelen nur. Lächerlich. Für diesen Stress. Darauf trinke ich einen erstmal. So. Pharos Weisheit, Weisheitsverkünder. Weisheitsverkünder. Mann. Wir haben es geschafft. Wir haben ihn in den Arsch getreten. Dieser elende... Rattenhund mit diesen dampfenden kleinen Ratten. Ey, wie viele Versuche haben wir gebraucht? Ich glaube, es waren schon so 13, 14, 15. So? Ich glaube ja. So, hallo. Leave this place, human. We have no time for thy kind. Humans was willst du denn? Bring nothing but filth. Menschen bringen nichts als Schmutz, da hat er wohl recht. Human. Last one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice, for the right to serve me is now thine. Since thou art human still, permit me ask, wilt thou thy human soul surrender and pledge thyself to me? Swearest thou? By the sweet-tempered sludge that laps at our bosoms. Okay, der bietet uns anscheinend hier, genau, er bietet uns einen Eid an. Wir gehen nicht darauf ein. Nach so einem Stress mit den Ratten, wieso soll ich mich mit denen verbunden? Ohne Witz. Of course. Humans are all alike. Get thee gone. We will tolerate thy stench no longer. Wir stinken überhaupt nicht. So. Okay, wir sind hier wieder am Anfang. Wir setzen uns ans verdammte Leuchtfeuer. Und gehen zurück mal nach Majula. Hallo? Ja, nach Majula. Ich habe voll die warmen Hände und Füße, Leute, ohne Witz. Normalerweise habe ich immer eiskalte Hände und Füße. Ich habe mich gerade so mordsmäßig aufgeregt. Ja. Mal gucken, ob wir aufsteigen können. Ich habe mich so mordsmäßig gerade aufgeregt. Das war gerade purer Stress, war das, Leute. Purer Stress. So, mehr Stärke. Danke. So, dann gehen wir wieder zurück zu den Türen des Pharos. Da so. Nee, nicht Ende der Prüfung. Das erste Leuchtfeuer war das ja, wo wir jetzt gerade waren. Und steigen die Treppe hinauf. Boah.
Boah, Leute, ey, ohne Witz. So. Alles klar. Natürlich. Oh, der andere kommt ja auch noch. Warum? Wir müssen ihn vorher kaputt machen, bevor der andere kommt. Da ist er schon. Keine Ausdauer mehr. Wow. Okay, der hat getroffen. Verdammt, geil. Und das war haarscharf. So. Zack. So. Hallo, wo bist du? Ein Gegner, okay. Den haben wir platt gemacht, dann nehmen wir hier die Truhe an uns. Ah, ein Drachenamulett. Super. So, hier ist nichts. Da haben wir ja noch einen Gavlan. Boah, der wirft mit Äxten. Der Schlingel. Würm Großaxt. Checken wir mal aus. Äxte sind immer super. Ich liebe Äxte. Das ist die hier. Boah, 24 Kilo. Aber die skaliert mit Stärke. Und zwar ganz gut eigentlich, aber wir brauchen dafür erstmal 50 Stärke. Wow. Und die macht an sich ordentlich Schaden. Aber 24 Kilo. 24 Kilo, sage ich da nur. Das geht nicht. Das geht tatsächlich nicht. Oh, da haben wir eine kleine Echse. Hallo. Und tschüss. Große Titanitscherbe. Und was noch? Ich habe es nicht gesehen. Hier haben wir noch einen Spinner. So. Okay. So, dann kommen wir, glaube ich, jetzt gleich ins nächste Gebiet, soweit ich weiß. Hoffentlich. Nach diesem elenden Bosskampf brauche ich endlich mal wieder Erfolgsgefühle. So richtige Erfolgsgefühle. Wobei, wir haben es ja. Wir haben es ja gut geschafft. Würde ich einfach mal behaupten. So. Ein Item. Eine schimmernde Lehmstein. Sehr gut. Oh, was war das denn? Gerade was gesehen? Okay. Lichtstein Bucht Zelsolda. Zeldora oder irgendwie so. Da ist ein Leuchtfeuer. Da müssen wir hin. Und sitzen. Wir setzen uns natürlich erstmal hin. Huch! Okay. Hier haben wir auf jeden Fall neuere Gegner. Nämlich hier untoten Bauern. Seele. Seele. Huch. Seele. Und noch mehr Seele. Ich höre was. Oh! Kam aber gerade an, die stürmt. Wahnsinn. Goldener Falkenschild und ein Item. Blutungsfrei. Da haben wir auch noch so ein, zwei Spinner. Ob wir den backsteppen können? Ja, können wir. Da kommt schon einer an und zack. Was? Irgendwas hat hier geschrien. Ist hier irgendwas drin innen?
Hier ist anscheinend ein Zeltlager. Wow. Keine Items, kein gar nichts. Huch. Okay, hier kommen wir nicht durch. Ah, da sehe ich jemand. Ich trinke mal sicherheitshalber. Oh, da kommen Schweinchen. Und zwar große Schweinchen. Die sind wie die kleinen Schweinchen, nur in groß. Ich trinke mal sicherheitshalber was. Kommt wieder an, der Spinner. So. Was ist hier? Hier? Was ist denn hier? Ist hier irgendwas? Nö. Na toll. Aber das Schweinchen hier hat ein Item fallen lassen. Ein glatten, seidiger Stein. Und da oben schießt ein... Oh, da ist noch ein Schweinchen. So. Ja, schön reinlaufen. Den holen wir da erstmal schön runter. Okay. So. Ohne uns... Glatter, seidiger Stein nochmal vom Schweinchen. Ist auch noch was drin. Noch eine Seele. Und hier konnte man irgendwie rüberspringen oder so, oder? Ah ne, hier an dem Ding. An dem Brunnen. Der hat gerade zwei Pfeile auf uns geschossen, oder? Kann es sein? Ja. Natürlich. So. Wir können jetzt nämlich hier reinspringen oder reinrollen. Und da ist ein Schweinchen. Und eine grüne Blüte, super. Oh, hier ist ein Item. Weihwasser. Und ich glaube, jetzt kommen wir in dem Haus raus, was wir gerade gesehen haben. Genau. Und hier ist eine Truhe. Yay! Okay, Leute, das war das erste Mimikry. Ich habe es völlig vergessen, dass es die ja im Spiel gibt. Diese verdammten Truhen, die einen auffressen. No! Unsere Seelen, 10.000! 10.000 Seelen schon wieder! Oh, nein. Okay. Die holen wir uns natürlich wieder. Was? Okay, go away from me. So. So. Gut, jetzt wissen wir, diese verdammte Truhe ist ein verdammtes Mimikry, ey. Oh, und der Spinner da oben regt mich auch auf schon wieder. Das Schweinchen kommt. So, glatter, seidiger Stein. So. Ja, natürlich trifft er zu... Wie schnell die rennen mit so einer dicken Rüstung. Verdammte Scheiße! Nein!
1000 Seelen verloren, mal wieder. Oh, diese blöde Truhe, wäre die nicht gewesen. So eine verdammte Kacke. Verflixt, ey. Das gibt's doch gar nicht. Oh, da kommt der... Du auch noch, ey. Alter. Natürlich. Wir trinken mal ein bisschen was. Wieso trifft denn der voll? Komm. So. Wir sind da mal eiskalt. Da oben ist... Alles klar. Was? Von wo denn? Um Gottes Willen, wir werden wieder so drauf gehen. Ich sehe es schon vor mir. Irgendwas ist scheiße. Ich fühle es. Ich trinke mal was. Scheinchen. Dieser verdammte Bogenschütze da hinten. Schweinchen haben wir auch erstmal erledigt. Alles klar. Der trifft direkt unter einem, oder was? Und kann sofort zuschlagen, wenn er runterfällt. Kann er. So. Wir holen uns jetzt diese verdammte Truhe. Wehe, da ist nicht irgendwas Anständiges drin, dann flippe ich aus. Trink erstmal. So, so und so. Nein, verdammt, 10.000 Seelen schon wieder völlig verloren. Das regt mich schon wieder auf. So. So. Blödes Ding. Diesmal nicht. Weg da! So. Blödes Meme. Weisheitsstab und Finstergamaschen. Gucken wir uns die gleich mal an. Vorbeilaufen, naja. Wir setzen uns jetzt hier ans Leuchtfeuer. Gleich. Wir gucken uns jetzt erstmal noch die Finstergamaschen an. Das müsste das hier gewesen sein. Die da. Die sind natürlich super. Okay, 2 Kilo schwerer. Können wir also noch tragen. Wir legen die mal an. Das sieht man eh nicht, weil wir diese dicke Robe anhaben. Okay. Nun gut. So setze ich mich hier hin. So, dann sage ich schon mal lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein paar Kommentare da, Likes, Kritik, Anregungen. Und ich glaube, ich muss es ausmachen. Ich bin völlig fertig. Diese Session hat mir gerade den letzten Nerv geraubt, ohne Witz. Gut, ich werde aber auf jeden Fall weitermachen, weil ich weiß noch nicht genau wann, aber mal gucken. Dann sage ich... Bis dahin, ne? Ciao!